Привет. Здравствуй. Добрый вечер. Ein herzliches Willkommen bei Seele, Bewusst, Sein, bei mir. Das war Russisch. Ja, das liebe, gute Russisch. Meine Lieben. Da sind wir also wieder. Mal hier ein Stück leiser machen. Ja, Здравствуй, ja, Добрый вечер, ja. Привет, ja, Привет heißt Hallo, ja. Здравствуй heißt Grüß dich. Und Добрый вечер heißt Guten Abend, ja. Ich lerne wieder Russisch, ja. Und das aus meinen freien Stücken, ja. Warum fange ich jetzt wohl an, Russisch zu lernen? Hm? Wer weiß es? Genau, Hermes, mein liebes Götterbote, ja. Ja, meine Lieben, es ist wieder ein wenig Zeit, also einige Momenträume vergangen, ja. Und es gibt wieder viel zu erzählen und ja, da bin ich auch schon wieder und möchte euch das gerne mitteilen. Ja, er war also da. Da ist es, ja, auch ein schöner Wälzer, ja. Ja. Du bist der Hammer, ja, von Jen Sincero. Ja, mal zum Ablauf der ganzen Geschichte. Er kam des Nachmittags, also Samstag, ihr wisst schon, in dieser Zeitrechnung, ja, um euch das zu sagen, zu erklären, ja, zur Orientierung. Er kam Samstagnachmittag gegen 15 Uhr, ja, klingelte es. Ich war gerade im Bad, ja, splitterfasernackt, ja, wie die Urquelle mich schuf, ja. War gerade dabei, mir die Haare zu waschen, ja, und dann klingelt es. So. Ich hatte den ganzen Schaum auf den Haaren, ja, musste mir das Gesicht freimachen, ja. Und klar, er hat ja nun keine Zeit in dem Sinne, ja, er muss ja weiter, ja. Aber er ist schon wirklich sehr, sehr ungeduldig, muss man sagen. Ja, er klingelte bei mir, ja, und keine 10 Sekunden später, ich war gerade vorne an der Tür, klingelte der bei jemand anders im Haus, ja, um hier reinzukommen, in dieses Haus, ja. Und dann habe ich die Tür aufgerissen, gell, und habe durch das Haus, hallo, ich bin hier oben geschrien, ja. Und dann kam er hoch und hatte wieder eine Fleppe drauf, ja. Er hat so zu diesem Gesichtsausdruck dann noch ein wenig mehr. Was ist jetzt hier los? Hallo. Ja, merkwürdig. Aha. Also dieser Roger Martinez hier, der macht auch, was er will. Ja, wie gesagt, zu diesem Gesichtsausdruck dann noch ein wenig mehr. Er kam also die Treppe hoch, ja, ich hatte mir schnell ein Badehandtuch um die Hüfte geschmissen, ja, mir den Schaum da aus dem Gesicht gemacht, ja, und stand da jetzt nun so tropfend nass, ja, wie das halt so ist, ja. Ich war ja den Freitag zuvor wieder die ganze Nacht wach, war ja mit dem letzten Beitrag, wie ihr wisst, beschäftigt, ja, Gutes tun für Hermes und so weiter. Ja, Botschaft von Nelly Melli, ja. Mit diesem Beitrag, ja, mit dem letzten, also der da hier, da hinter mir, da irgendwo zu finden ist, ja, kurz, ihr wisst schon. Mit dem war ich ja beschäftigt, also bin ich auch erst wieder früh ins Bett gekommen und bin dann ja gegen 2 Uhr, also 14 Uhr nachmittags dann aufgestanden und war dann also demzufolge gegen 15 Uhr da im Bad beschäftigt. Ja, musste mich ja zurecht machen und tralala, das Seefest stand ja an. Na, zu dem Seefest kommen wir dann auch noch. wie ihr seht, wieder einiges da. Er kam dann also wieder mit einer Fleppe die Treppe hoch, ja, ich kriemte ihn natürlich an, ja, ließ mich auch nicht davon abbringen und noch bevor er mir überhaupt das Paket überreichte, ja, stand ich schon mit dem Beutel da in der Hand und sagte zu ihm, für dich,
Ja. Und er verzog keine Miene. Ja. Und dann habe ich das Paket entgegengenommen, dann habe ich ihm den Beutel gegeben, er nahm ihn, ja, und dann prappelte er was auf Russisch. Ja. Von der Intuition her habe ich ihn verstanden, aber ich konnte ihm nicht antworten, weil ich zu dem Zeitpunkt, in diesem Momentraum an diesem Samstag, des Russischen jetzt nicht mehr so mächtig war, wie ich es mir jetzt wieder aneignen werde. Ja. Ich verstand aber, dass er zu mir sagte, er versteht nicht, was ich jetzt von ihm will und was das mit dem Beutel soll, ob das über Hermes zurückgehen soll. Wie sowas, ja. Also er dachte, ich hätte eine Retour für ihn. Und er hatte den Beutel dann so in der Hand und dann habe ich so den Beutel genommen, nein, für dich, und habe ihn so an den Oberarm, so an seinen Bizeps so gefasst, ja, so, nein, für dich. Und dann hat er es verstanden, hat dann so, ah, danke, hat dann sein wunderschönes Lächeln aufgesetzt, ja. Und hat dann das Geschenk, was ich da für ihn hatte, wie gesagt, die Mandelnussschokolade, ja. Ein Apfel, eine Nektarine, einen Müsli-Riegel mit Schoko und 8 Eismint-Bonbons. Ja, Eissturm heißen die wohl. Ja. Sind diese hier. Meine Lieblingsbonbons, ja, hier. Pinguine, ja, Vögel des Wassers, ja, Vögel der Meere, ja, Pinguine sind hier drauf, ja. Ja, mag ich sehr gerne, gell, weil die haben jetzt nicht so viel Zucker drin und japanisches Minzöl ist hier enthalten und Menthol. Ja, und natürlich Glukosesirup, ja, wie soll es anders sein? Das ist halt die Substanz, damit das Bonbon überhaupt zum Bonbon wird, ja. So. Aber wie gesagt, japanisches Minzöl, ja, da bin ich immer für zu haben. Und ja, die noch eben. Und ich hörte, er ging ja dann natürlich wieder, ja, musste ja weiter. Und blieb auf der Zwischenstufe der nächsten Treppe, also nach unten blieb er stehen. Also ich hörte ihn nur, ja. Ich bin da nicht hinterhergegangen und habe geguckt. Und dann wühlte der da in dem Beutel rum. Also er machte ihn auf und man hörte richtig, weil das war so ein Knitterbeutel, und wühlte da drin rum, was denn da so drin ist. Ja. Und ich weiß, dass er nochmal so übers ganze Gesicht gegrient hat und sich gefreut hat darüber. Und ja, schauen wir mal, bis ich ihn wiedersehe. Ja. Im Endeffekt ist er in meinem Herzen, ja. Ich liebe ihn bedingungslos, ja, das ist mal ganz klar. Verliebtsein gibt es hier an dieser Stelle nicht. Ja. Das Verliebtsein ist ein Verlierensein, ja, und ich bin nicht in ihn verloren. Das ist mal klar. Wie sollte ich in meine eigene Seele verloren sein? Das geht ja wohl schlecht. Ne? Das ist inexistent, absolut inexistent, in sich selbst verloren zu sein. Ja. Also es handelt sich wirklich um Liebe, ja, und nicht um Verliebtsein. Es ist so, als würde ich ihn immer gekannt haben. Ja, und zu diesen Gesichtszügen, meine Lieben. Ich würde ja mal sagen, er hat Depression. Hm. Er hat Depression, ja. Ich habe mich zurückerinnert, als ich 27 war, hatte ich auch starke Depressionen, ja, verbunden mit noch diesen Drogengeschichten, mit den Techno-Sachen, ja, mit den Exzessen, viel Alkohol, Party, 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 alles nur vergessen, nur nicht an mich selbst denken, ja, knall dich weg, so nach dem Motto. Was er jetzt nicht wirklich macht, ja, also das weiß ich, aber er hat Depressionen. Und wie es scheint, hat er wohl denselben Werdegang wie ich. Ja? Nur dass dort die Depression wahrscheinlich, zumindest vermute ich, dass anders zusammenhängen. Nämlich, es scheint mit den Frauen nicht zu klappen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Er gehört zu mir und nicht zu irgendwelchen Frauen. Und ja, wieder Werbung. Und da sind wir jetzt dabei, dass er das endlich sich eingesteht, dass er begreift in sich, dass er
naja, in dem Sinne nicht wirklich auf Männer steht, sondern mit einem Mann zusammen sein wird. So in der seelischen Ausdrucksform. Ja. Die Gründe liegen eben dort, dass wir, wie gesagt, einen Schritt weiter sind, ja, in den Inkarnationen. Und zum anderen, wenn ich mich an Dr. Harmer, die neue Medizin, erinnere, kommt denn da noch die Mutter ins Spiel? Die Mutter, die ihrem Sohn und ihrem Kind gegenüber sehr, sehr dominant ist, die das Revierverhalten ihres Sohnes unterdrückt und unterbindet und diese Revierkämpfe natürlich immer und immer wieder gewinnt, somit dann dieses Sexualverhalten bzw. dieses Beziehungsschema zerstört, das muss man einfach so sagen, ja, die zerstört es dann. Und dann hat diese männliche Ausdrucksform ja in dem Sinne noch Kind, Jugendlicher, ja, keine Chance mehr, mit Frauen irgendetwas anzufangen. Denn wenn er es durchbrechen würde, so sagt es zumindest Dr. Harmer, wenn er diesen Konflikt lösen würde, würde er und auch ich an einem Herzinfarkt sterben. Ja. So tief sitzt dieser Konflikt, der nicht zu lösen ist, weil wir sonst draufgehen. Ja, wir würden verrecken, zu Deutsch gesagt. Ja. Ich mache da meiner Mutter auch keinen Vorwurf in dem Sinne. Ja, wie gesagt, ich habe ihr das alles vergeben. Ja. Vergessen natürlich nicht. Gell. Ich bin ja hier nicht die Vergessenheit, sondern die Erinnerung pur. Und so verhält es sich dort auch. Aber er ist immer noch drauf und dran. Naja, er ist russisch. Es ist eine russische Mentalität. Ja. Und er ist wirklich kernig männlich, das muss man einfach so sagen, so ist er. Du würdest ihm nach fünf Begegnungen immer noch nicht anmerken, dass er in dem Sinne jetzt mit meiner Ausdrucksform ja also homosexuell ist, ja, um das mal jetzt so zu sagen. Das aber nur als Orientierung, ja, weil es geht hier um Liebe und nicht um wirklich um diese sexuellen Ausrichtungen. Ja. Und da sind wir jetzt dran, Urquelle und ich, ihm das begreiflich zu machen. Ja. Im Endeffekt weiß er es auch schon, aber er sträubt sich dagegen. Ja. So, das kann ja nicht sein und ich bin nicht so und das ist ja unnormal und so eine Gedanken hat der in seinem Schädel. Ja. Ja, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Meine Visitenkarten werden morgen fertig sein. Ja, im nächsten Momentraum werde ich sie holen und ich werde ihm natürlich eine Visitenkarte, wenn er das nächste Mal hierher kommt und mir wieder ein Paket bringt, in die Hand drücken. Ich werde ihm sagen, dass ich Masseur bin und ihn gerne kostenlos massieren möchte und wenn er denn möchte, zu mir kommen kann. Ja, das Ganze auf Russisch, denn sein Deutsch ist mega schlecht. Ja. Er kann Hallo, guten Tag und auf Wiedersehen sagen, das war es. Ja. Er fragte mich dann auch an der Tür, ob ich Russisch spreche. Ja. Und ich habe dann erstmal Njet gesagt, weil... Jetzt? Ja, nein, weil ich ja in dem Moment nicht mehr so sehr des Russischen mächtig war. Ja, ich habe jetzt mir hier auch schon hier wieder russische Dinge aufgeschrieben. Ja, hier, wenn ihr mal gucken wollt, ja, hier die russischen Buchstaben, dann hier einzelne Sätze, Wörter und so weiter. Ja, also schreiben kann ich jetzt schon, mit der Aussprache hapert es noch ein wenig. Ja, aber ich habe schon wieder eine Bewusstseinseinheit mir neu gebildet, neu geschaffen, ja, dass ich dieses Russisch kann und dass ich es verstehen werde und dass ich mit ihm reden kann. Ja, ganz klarer Fall. Also gehe ich ihm wieder einen Schritt weit entgegen. Ja, wie soll das auch anders sein? Ich bin ja hier derjenige, der hier vorne weggegangen ist. Ja. Und die Urquelle mir ihn hinterher schickte, ja, weil der Vater, ihr wisst, ich nenne ihn ja immer Vater, auch erstmal wissen wollte, ja, was ist denn da los und wie entwickelt er sich, wo, in welche Richtung geht er denn? Und in diesem Licht, in dieser ewigen Liebe, allumfassenden Daseinsform gibt es natürlich keine Zeit, ja, das ist vollkommen inexistent, das,
kann man sich aus dem Kopf schlagen, ja. Und somit war das eigentlich nur so. Und dann schickte er mir ihn schon hinterher, ja. Weil 15 Jahre, 16 Jahre, ich war 15, 16, ja, als er mir ihn hinterher schickte. Also zumindest denke ich mir das mal so. Moment mal. Nee. Oder doch? Ach, Leute. Mann. Ich bin jetzt heute hier an dieser Stelle mal 42, ja, und Hermes Mäuschen müsste 27 sein. Ja, wie viel ist denn das dann jetzt noch hier? Warte mal, bis 30 sind es 3 bis 40, ja, ja, 15. Also ich war 15, wie ich euch gerade gesagt habe, also 15, als die Urquelle mir dann meinen Dualseelenpartner, ja, hinterher sendete, sozusagen, ja, in die Inkarnation schickte. So, ja. Ja. Ja, schönes Ding. Es war mir natürlich von vornherein klar, dass die ganze Sache mit Herausforderungen zusammenhängen würde. Ja. Du kriegst deinen Dualseelenpartner nicht einfach so, ja, dass er dann hier vor der Tür steht und ach Schatzi, ich bin's, komm, Küsschen, kann ich gleich bei dir einziehen? Wie sieht's denn aus? Hab schon die Koffer dabei. Nee, so läuft der Hase leider nicht, meine Lieben. Ja. Es war halt jetzt an der Zeit, dass ich soweit bin, ihn mir vorzustellen und dass die nächsten Herausforderungen auf mich zukommen würden und auch auf ihn. Das war mir vorher schon klar. Ja. Ich wusste, dass das noch mit einigen Dingen zusammenhängen würde, durch die wir noch gehen müssen und auch gehen werden. Und ja, das werde ich jetzt anpacken und er genauso. Ich weiß, dass er sich Gedanken darüber macht, ja, warum ich ihm wohl dieses Geschenk gemacht habe. Ja. Und wenn er das nächste Mal kommt und mich fragt, also er spricht wunderschön Russisch, ja, er ist ja Weißrusse, gebürtiger, hat so eine mega geile Stimme. Es passt einfach alles so perfekt zusammen. Ja. Es ist so irre, ja, so ah. Ja, man möchte am liebsten laut schreien. Ja, und immer wieder habe ich so im Inneren das Gefühl, als wäre er hier. Ja, als wäre er hier neben mir, als würde er hier nicht neben mir sitzen. Ich hoffe ja, dass das dann irgendwann eines Momentraumes dann auch so ist, ja, und dass wir dann zusammen vor der Kamera sind. Ja. Ich denke mir, er wird dann nicht viel sagen, ja, aber er ist dann einfach da, ja, und ihr werdet ihn sehen. Zumindest ist das erstmal so das grobe Ziel, ja. Ziel in Anführungsstrichen, ja, wir sind ja weiterhin auf dem Weg, eine Zwischenetappe, ja, sozusagen, ja, klar, wenn man das mal so will. Ja, der liebe gute Hermes, ja, mein Schatz, der war also nun wieder da, ja, wieder viele, viele Infos herausbekommen, ja, klar. Er kann also kaum Deutsch, ja, und ich, ja, und Russisch, ja. Wir haben uns ja eigentlich auch niemals die Klinke in die Hand gegeben. Ja? Also wenn ich da mal so an die früheren Momenträume so denke, Russischunterricht und so, ja, das hat mich gesträubt, überhaupt in diesen Russischunterricht zu gehen. Ja? Also ich habe es niemals irgendwie gern gemacht. Ja? Und jetzt auf einmal habe ich mich wirklich von mir aus, ja, hingesetzt. Und die Seele meinte, ja, jetzt such dir mal hier einen Übersetzer raus, russische Sprachseiten im Internet, ja, wo du auch die Schreibschrift wieder reinbekommst, das russische Alphabet, all der Kram, ja. Und ja, dann setzt du dich mal hier hin und fängst mal an, hier Russisch zu büffeln, ja. Und ich bin hier richtig wirklich gut dabei, es wieder in mich hineinzubekommen, beziehungsweise das, was ich ja sowieso schon in mir habe, ja, und einfach wieder nur verschüttet habe, wieder emporsteigen zu lassen, dass ich des Russischen wieder mächtig werde, ja. Ich kann Russisch sprechen, ja. Ja, Jen Sinquiero, ja, du bist der Hammer, ja. Bewusstseinseinheit, ja, kreatives Quantenbewusstsein habe ich auch schon wieder gemacht für die russische Sprache, ja, auch für ihn. Also in dem Sinne ja für mich, ja, er ist ja ich bin ja er, ja, also in dem Sinne habe ich mich auch selber beschenkt, wenn man das jetzt so will, ja. Das klingt erstmal irre, ist aber so, du beschenkst dich da selbst
Ja. Und ja, von der Reaktion her, wie gesagt, mit diesen Depressionen verbunden, würde ich genauso reagieren. So wie er reagiert hat, ja, finde ich mich wieder, ja, wie ein Spiegelbild meiner selbst. Ja, das kurz zu meinem Liebesgötterboden. Ja, am Abend war natürlich dann das Seefest. Das klingt ja auch cool. Und bei diesem Seefest war es dann so, dass wir die Leute nicht direkt bewirtet haben, sondern Frank und ich, wir haben Chipskasse haben wir gemacht, Chipskasse. Ja? Also am Einlass, wie gesagt, es war ja ein Seefest, also war dort ein riesengroßes Zelt aufgebaut, ringsherum haben die gecampt, ja, also gezeltet. Dann waren dort die Fressbuden, ja, wo man sich was zu essen kaufen konnte, die ganzen Bierstände und Bars, ja, Cocktailbars und was weiß ich nicht alles. Also alles freier Himmel und so weiter, ja. Und wir haben Chipkasse gemacht, ja. Also beim Einlass kommen die dann rein und können dann Geld für Chips umtauschen. Das hatte der Veranstalter so gemacht, aus Sicherheitsgründen, ja. Und dann an den jeweiligen Ständen, am Bierstand, am Cocktailstand, wo auch immer, ja, dann wieder die Chips eintauschen, ja. Was weiß ich, der und der Cocktail kostete dann halt eben 3 oder 4 Chips, ja. Im Bier eben 2 Chips, ja, und so weiter. So lief das da. Ja, dann haben wir da Chipkasse gemacht. Ja. Der Platz war gerammelte voll, ausverkauft, 1500 Menschen. Ja. Wir hatten gut zu tun, ja, die ganze Nacht. Und ich habe dort die Probe auf 6 Sample gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, es kam auf einmal über mich. Es tauchte ein sehr, sehr großer und hübscher junger Mann auf, der mir sehr, sehr gut gefiel. Ja. Und ich weiß nicht, es war wie so ein Zwiegespräch mit meiner Seele, vom Geist zu Seele. Ich probiere das jetzt hier aus, ob Hermes jetzt wirklich hier der Typ meines Lebens ist, mein Dualseelenpartner. Ich will das jetzt wissen. Ich backe jetzt hier den Typ an und jetzt werden wir mal schauen hier, wo das hinführt. Ja, ja, und dann war er dann bei mir an der Chipkasse, ja, und wollte 10 Chips haben. Und hat dann das Geld eingetauscht und ja, dann habe ich ihm einfach so mal eben gesagt, dass ich seine Augen schön finde und dass er total süße Ohren hat und dass er mir richtig gut gefällt, ja. Ich nehme da auch kein Blatt mehr vor den Mund, ja, was soll das auch hier. Und komischerweise stieg er voll darauf ein. Ja, er stieg wirklich voll darauf ein, ja, war von mir angetan, war geschmeichelt von mir, fand mich genauso attraktiv, ja. Und zog dann erstmal wieder von dann. Dann habe ich ihm nur hinterher gerufen, ja, weißt du, wo du mich findest, bin hier vorne an der Chipkasse. Ja? Und dann kam er auch nochmal und sagte dann, wollte wieder Chips haben, wieder Geld zu Chips eintauschen, um sich noch was zu trinken zu holen. Und dann sagte er, wir müssten wirklich mal Telefonnummern austauschen. Das würde mit uns bestimmt sehr, sehr lustig und schön werden. Ich sage, ja, können wir sehr, sehr gerne machen. Du weißt ja, ich bin die ganze Nacht hier bis früh um 5. Dann kommst du einfach her und dann tun wir Telefonnummern austauschen. Ja? Und ja, da wäre bestimmt sexuell was gelaufen. Das kann ich mal hier so sagen, wie es ist. So. Aber er kam nicht mehr. Er war wie vom Boden verschluckt. Er war verschwunden. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, nachdem wir dann da noch mal gesprochen hatten und er zu mir sagte, ja, da müssen wir mal Telefonnummern austauschen. Ja. War er auf einmal weg. Die ganze Nacht bis früh um 5, er war nicht mehr da. Ja. Da sieht man es, ja, höhere Kräfte, so wie ich es nenne, schalteten sich ein und ließen es wohl nicht zu, dass wir da irgendwie in irgendeinem Sinne da weitermachen. Es hieß dann also, flirten ja, doch mehr nicht. Das ist die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe.
Und wiederum ein Beweis und ein Hinweis darauf, dass Hermes wirklich tatsächlich mein dualseelen Partner ist. Ja. Weil ansonsten wäre er ja wieder zurückgekommen. Ja, also denke ich mir schon, dass er zurückgekommen wäre. Wir hätten Telefonnummern ausgetauscht und Frank und ich, wir waren ja mit dem Auto bei dem Seefest, ja. Und wir hätten ihn bestimmt auch mit heimgenommen. Das wäre bestimmt kein Problem gewesen. Frank hätte uns beide hier abgeliefert. Naja, und dann wäre ich bestimmt mit dem Schnuckelmäuschen in der Kiste gelandet. Das sollte aber nicht sein. Ja, ganz klar, es sollte nicht sein. So. Was für mich heißt, ja, ich bleibe hier weiter bei meinem Hermes am Ball. Ja. Ich sag's euch, wie es ist, ich habe es herausgefordert. Ich wollte es wissen. Ja, zu 111% wollte ich es wissen. Ja. Wenn die ihre liebe gute Werbung nicht abspielen können, dann sind die bestimmt auch tot. Ja. So in dem Sinne jetzt, ja, ja, YouTube und so, ihr wisst schon, super Verein, ja, YouTube, super Verein, ja. Ja, wie gesagt, da sieht man es wieder, es sollte also nicht sein und ich bin wieder ein Schritt weiter, ja. Noch was zu den Zahlen. Ich hatte euch ja gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Beitrag es war. Es war ein Beitrag aus dem Nordpark, aus dem Kraftraumort mit der 13 und 31. Hermes hat ja die Zahl 13 und ich die Zahl 31. Gell? Die ganzen Zahlen zusammengezählt ergibt dann 8, ja, die Ewigkeit, ihr wisst schon. Und in den letzten Momenträumen begegnet mir andauernd 13. Andauernd 13. Ich gucke auf die Uhr, zähle das zusammen, 13. Ja. Ich klotze auf irgendwelche Nummernschilder, 13. Ja. Gestern war zum Beispiel 69er Tag. Ja. Muss ich echt so sagen, gestern war 69er Tag. Egal auf welches Nummernschild ich auf der Straße geguckt habe, bei den Autos, es war immer 69. Ja. Also 609 oder nur eine 69. Ja, manchmal auch 96, das kann man ja dann nehmen, wie man will. Ja, die 6 ist ja die 9 und die 9 ist die 6. Ja, das ist völlig egal. Und irgendwie beschleicht mich die Sache, dass mein lieber guter Hermes am 3.6. oder 12.6. oder auch 21.6. Geburtstag haben muss, also in dieser Zeitrechnung hier. Ja, also ein Zwillinge-Mann ist. Ich komme halt immer wieder auf diesen Nenner, weil ich ja nun wirklich die vollkommene 9 bin. Ja? Hermes müsste eigentlich eher und mehr oder weniger eine 3 sein und die 6, ja, 369, ihr wisst schon, Tesla, ja? Das universelle Geheimnis, ja, das universelle Geheimnis, universell wieder in Anführungsstrichen zu sehen. Und die 6 vereint uns miteinander. Also ich habe die 6 mit bei mir drin und er auch. Ja? Ganz klarer Fall. Ja. Somit sind dann die drei Zahlen wieder zusammen und ja, Boogie, klasse, super, herrlich. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht, der ganze Kram. Mitunter, wie Moni, ja, liebe Grüße an Moni, grüß dich, meine süße Maus. Wie Moni sagte, wiederum mal in einem E-Mail-Austausch, die Moni und ich, sagte sie mir, es ist wohl so zu sehen, dass alles, was negativ ist und in einem aufkreuzt, ja, wie zum Beispiel auch Zweifel und wie stelle ich das jetzt wieder an und wie mache ich das nur und ist das wirklich und wenn das dann nicht ist, wo führt mich das wieder hin, bin ich wieder unglücklich, habe ich wieder unglücklich jemanden geliebt, ja, dass diese Gedankengänge, ja, nicht von uns sind, sondern eben von außen hineingesendet werden, ja, um dich wieder davon abzubringen. Ja. Und alles, was da so positiv ist, also so Vorfreude, Freude, Harmonie, Glückseligkeit, Leichtigkeit,
Entspannung, wie auch immer, ja, alles, was eben gut und schön und lichtvolle Gedanken sind, dass die wirklich aus uns heraus, aus unserer Seele, aus dem Herzen emporsteigen, in den Geist, ins Bewusstsein und somit wir selbst sind. Ja? Und alles, was da so dunkel, düster daherkommt, ja, uns wirklich hier, keine Ahnung, Mind Control, getriggert, ja, gecatcht, wir kriegen euch alle, nach dem Motto, dann hier wirklich funktioniert. Denn teilweise muss ich auch sagen, ganz ehrlich, bekomme ich hier solche Gedanken rein, ja, wo ich mich dann wieder wundere, was geht jetzt auf einmal ab? Eben warst du noch hier total freudig drauf und hast noch mit Hermes kommuniziert in dem Sinne. Und dann auf einmal wieder, ja, und wenn das jetzt doch nicht ist, und ich bin's, dein lieber guter Freund, der Zweifel, ich muss auch wieder mal mit dir reden, ja, wir haben ja auch noch was zu tun. Und ich sag dann einfach nur noch, bitte, bleibt mit eurem dunklen Nonsens bei euch, ja, hier habt ihr nichts mehr zu suchen. Ciao. So, ja, weil das eben nicht zu uns gehört, ja. Das könntet ihr euch ja vielleicht auch mal so irgendwie merken oder mal darüber nachdenken, ja, wie das bei euch so aussieht, ja, wenn denn solche dunklen Gedanken aufkreuzen, sie sofort zu erkennen, sie zu entlarven und zu wissen, dass sie nicht zu uns gehören. Denn wir sind Seelengötter, wir stammen von der Urquelle dieser Schöpfung ab, ja, die pures, reines, allumfassendes, ewiges Licht und Liebe ist. Und da haben solche Gedanken wie Zweifel, ja, und so Nonsens und Depressionen und all dieser Müll nichts zu suchen. Das gibt's da nicht. Ja, es ist inexistent da dort. Somit auch inexistent in uns. Ja, all diese Ängste. Ach, Leute, ihr wisst, was ich meine. Ja, muss man auch nicht weiter ewig darüber debattieren, über diesen Kram. So, ja. Ja, das Seefest an sich so sehr schön gewesen, ja. Wie gesagt, neue Bekanntschaften gemacht. Jetzt vom Personal her, ja, von den Menschen her, mit denen wir dort die Jugendlichen und Besucher dort bewirtet haben. Ja. Lief eigentlich in dem Sinne alles ganz gut. Gen morgen dann, muss ich euch auch noch erzählen, es war obergeil. Gen morgen dann, es lichtete sich dann schon ein wenig, also einige verließen dann schon wieder die Party, was ja nun auch klar ist, ja. Hatte ich ein wenig Freiraum, ja, ging mir noch einen Diesel holen. Und stand dort an einem Stand, der unmittelbar an dem Zelt war, und in dem Zelt tanzte die Jugend noch, ja, ich auch. Ihr wisst ja, ich bin ja die ewige Jugend, ihr im Übrigen auch. Und dann stand ich da und segnete alle, die dort in dem Zelt sind, mit allumfassendem Licht, mit bedingungsloser Liebe, dass es sie umhüllen wird und dass es alle, die dort sind, ewig auf ihren Wegen beschützen und bekleiden sollen. So, keine zwei Minuten später, ja, ich hatte diesen Segen gerade ausgesprochen aus meinem vollen Herzen und dort hineingesendet, fingen die dort drinnen eine Schlägerei an. Ja. Es offenbarten sich durch diesen Segen die dunklen Energien in den Menschen, die nach oben stiegen. Und einer von den jungen Männern, der dort mit involviert war in diese Schlägerei, den hatte ich kurz zuvor auch an der Schipkasse kennengelernt mit seiner Freundin, die eine sehr, sehr gute und helle Seele ist. Und gut, dass sie an seiner Seite ist, denn in ihm ist das Licht definitiv noch da, aber er wird auch unterwandert. Und naja, der Alkohol kam natürlich auch noch dazu. Ihr wisst ja, Alkohol, und dann fallen die Hemmungen und ja, dann poche ich dir auf die Fresse und was soll das hier eigentlich? Ja, was willst du von mir? So nach dem Motto. Ja. Daran sieht man es dann, wer denn da immer noch
dunkel, düster in seinen Gedankenwelten unterwegs ist. Ja? Also es ist im Endeffekt dann auch wieder eine Entlarvung, ja? Wo hier noch was zu tun ist. Ja, und seine kleine, seine süße Freundin, die war dann total aufgelöst, ja, und weinte dann und ja, und die sollen sich hier nicht rumboxen und was soll denn das, wir wollten doch feiern und so weiter, ja. Die Security-Männer hatten das ziemlich schnell im Griff, ja, Security-Mans of Love, ganz klar, wenn ich dazu zugegen bin, ja, dann sind das Security-Mans of Love und nichts anderes. Und ja, binnen von Minuten war das da wieder vorbei. Aber dieses Aufflammen der dunklen Kräfte war eindeutig zu erkennen, ja? Weil ich ja vorher diese allumfassende Lichtsegnung dort hineinsendete, zu jedem einzelnen menschlichen, göttlichen Wesen, ja? Zu jeder einzelnen menschlichen Ausdrucksform, zu jedem einzelnen geistig-seelischen Lichtwesen, was da zugegen war. Ja. Wir haben das mit den Securities wunderbar verstanden. Ja. Es war wirklich ein Miteinander ohne Ende. Ja. Also ich habe mit Securities noch niemals Schwierigkeiten gehabt. Ja. Es kommt immer darauf an, wie man auf die Männer zugeht. Ja. Wie ich immer sage, so wie ich in den Wald hineinschreie, ja, so schallt es mir wieder entgegen aus dem Wald heraus. Ja. Was ich aussende, ja, wird zu mir zurückkommen. Ja. Da sind wir wieder, meine Lieben, ja, Gedanken erschaffen Realität, ja, ganz klar. Kommen die Gefühle dazu, manifestiert es sich. Das kann man einfach auch immer nur wieder und so weiter und nochmal und da nochmal und dort nochmal wiederholen, ja, dass das nicht wieder verloren geht. Ja, ja, ansonsten hatte ich schon wieder Massagen. Einer meiner Stammkunden ist wieder aus der Kur und aus seinem Urlaub in Kanada zurückgekehrt. Den hatte ich jetzt 8 Wochen lang nicht gesehen. Das war sehr, sehr schön. Hatte mir gleich mal Ahornsirup aus Kanada mitgebracht. Fand ich super Dufte von ihm. Ja. Der leckerste Sirup, den es gibt. Ja. Ja, ansonsten bin ich immer noch mit meinen Augen beschäftigt. Ja. Ich habe jetzt dann auch noch blöderweise die Entzündung, die ich hatte, vom einen Auge ins andere übertragen. Ja, weil man sich da dann immer da rumfummelt und dann kitzelt es und dann muss man da rumjucken. Und dann juckst du erst da, dann juckst du dort und bams, hast es auf beiden Augen. Ja, wunderbar. Wenn ich jetzt frech sein würde, würde ich das wieder mal als Angriff deuten, ja, dass ich wieder mal angegriffen wurde. Ja. Man hat den Wind, ja, mein eigenes Element, ja, die Luft gegen mich eingesetzt, weil diese Winde hier in diesem sogenannten August, ja, die waren sowas von unnatürlich. Ja. So starke, derbe Winde, andauernd Regen, 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 kalte Temperaturen, ja, dass man sich wirklich fragt, was ist hier eigentlich noch los? Ja. Sind die Herzen der Menschen wirklich schon so kalt und verregnet geworden, so dunkel, dunkel, düster, düster, dunkel? Hm? Ja. Und ihr wisst ja, ich fahre ja Fahrrad, ja, ich bin ja der Radler überhaupt. Und ja, mit dem Fahrrad dann noch zusammen, ja, und dann diese Winde und ja, bups, ja, hat's mich hier erwischt, ja, wieder mal. Ja, nun gut, ich werde es auskurieren. Das kolloidale Silberwasser habe ich erstmal wieder abgesetzt. Ich habe mich im Internet auf diversen kolloidalen Silberseiten belesen und die haben davon abgeraten, selbst hergestelltes kolloidales Silberwasser zu benutzen für die Augen, weil es einfach nicht wirklich steril ist. Ja, ganz klarer Fall. Also habe ich das gemacht, habe das wieder abgesetzt und das könnt ihr dann nehmen, wie ihr wollt. Ich bin zum Augenarzt gegangen, ja, ich bin wirklich zum Augenarzt gegangen, weil die Augen, die Augen sind mir wirklich sehr, sehr heilig und ich bin hier nicht gewillt, dann hier irgendwann blind rumzurennen, ja. Also bin ich zum Augenarzt gegangen und die Augenärztin, bei der ich da war,
die ist mir sehr entgegengekommen, hat mir mehr oder weniger auf Naturheilkunde, also auf natürlicher Basis dann Mittel gegeben und hat gesagt, versuch's erstmal damit, bevor wir hier wieder die chemische Keule der Pharmaindustrie nehmen. Ja, da habe ich sie auch erstmal angeguckt und denke, was sagt sie jetzt? Also auch eine dufte Frau. Ja, es gibt auch Ärzte, ja, die hier und hier, ja, da im Herzen wach sind. Bups. Und so eine hatte ich natürlich gleich wieder gefunden. Es ist wunderschön. Ja. Man muss hier gar nichts suchen. Es geht nur noch ums Finden. Ja. Und es findet sich von völlig allein, wenn man die Suche aufgibt. Ja. Die Suche aufgeben und sich in das Finden hineinfallen lassen. Ja. Sich dem hingeben. Und schon ist es da. Ja, ist so. Ja. Wirklich aus dem Herzen heraus, aus der Seele heraus das Ganze zu tun. Und dann wirst du weiterkommen. Das ist ganz, ganz klar. Und das Universum in dem Sinne, ja, der unendliche Raum in uns, der heilige Raum, wird uns wieder unterstützen. Ja, die Urquelle, ja, meine Lieben. Ja, es ist ein wenig Zeit vergangen, aber wir machen natürlich heute auch wieder weiter mit Kraft der Segnung. Ich hoffe, dass ich es hier gut lesen kann. Vorhin ging es einigermaßen, ab und zu ist es mal verschwommen, weil ich ja die Augentropfen in den Augen drin habe, ja, und alle paar Stunden das wieder erneuern muss. Ja, dass mich das Ganze... dass mir das Ganze ein wenig die Augen ausgetrocknet hat, also ausgetrocknet, so. Und ich doch bitte die Augen stets und ständig bitte feucht halten soll, solange wie das hier vonstatten geht, diese Entzündung. Ja, ja, dann machen wir dann wieder mit, ihr wisst schon hier, Jean Roland, ja, Kraft der Segnung noch weiter. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch soweit gut geht, ja, dass alles läuft, ja, dass ihr vorankommt, ja. An dieser Stelle liebe und herzliche Grüße an Manuel und Lena. Vielen Dank, dass ihr mir geschrieben habt, meine Lieben, ja. Wir sind miteinander verbunden, ja. Auch liebe Grüße an den Urs. Ja, Urs, du wolltest mir doch was schicken. Ja, wo ist denn die E-Mail? Hast du sie geschrieben? Ich werde sie an Melinelli weiterleiten. Ganz klarer Fall. Natürlich an meine Manu und an den Johnny liebe Grüße. An die Moni. Mua. An die Helena. Mua. Ja, an die Tanja. An meine Julie Maus, ja Julie, du siehst, du hast grünes Licht bzw. blaues, ja, Blue Alien Licht bekommen, ja. Ja, ich machte hier wieder gerade eine E-Mail von Melinelli auf, ja, und auf einmal stand da weiter unten dann im Text, das siehst du dann, weil ich sie dir dann wieder schicken werde, Heiko, mit 5 Ausrufezeichen, leite bitte den Link und den Channel-Zugang an Joanna, hat er geschrieben, Joanna, ja, und ich habe ihm aber geschrieben, dass du Juliane heißt, ja, und nicht Joanna, hat er wieder irgendwas verwechselt, der Gute, ja, da habe ich erst mal gelacht, Joanna, gut, Joanna, ja, ich schreibe ihm das nochmal, ja, ja, du wirst es ja dann selber lesen, wenn du dann anfängst, dir die Videos von ihm anzusehen. Und ja, ich bin da immer noch mittendrin. Ja, es ist wieder völlig krass. Ich versuche ihn einzuholen. Aber dann schickt er schon wieder das nächste hinterher. Das ist im Moment unmöglich erscheint, ja, ihn irgendwie einzuholen. Ihr wisst ja, nichts ist unmöglich. Alles ist möglich. Ja. Und ich denke mir, ich werde ihn dann zugegebenem Momentraum dann eingeholt haben. Ja. Also ich bin dran. Ja. Ja, da hat das auch geklappt, Julie. Ja, sehr, sehr schön, wie ich es dir vorausgesagt hatte, ja, dass er das machen wird. Und Julie, wir sind sehr, sehr froh, dass du bei uns bist. Ja. Boah, süße Maus, du. So, ja. Die liebe gute Jean wartet schon wieder auf mich. Ja.
Jean Ruland. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Also, meine Lieben, nochmal zur Erinnerung, wo wir waren, lese ich euch nochmal vom vorangegangenen Beitrag den letzten Abschnitt hier durch, damit wir wieder reinkommen, ja, und ihr wieder wisst, wo wir waren. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, das wir hegen, hat eine Ausstrahlung. Da es im inneren Raum weder Zeit noch Entfernung gibt, kommt diese Strahlung augenblicklich an. Moment. Wie oft senden wir Gedanken der Sorge, des Zweifels und der Angst in die Welt? Wenn wir uns unserer Gedanken und Gefühle bewusst werden, können wir sie augenblicklich ändern und unserem Leben eine neue Richtung geben. Dort hatten wir im letzten Beitrag aufgehört. Und jetzt geht es hiermit weiter. Ja? Wir waren ja in dem Abschnitt noch nicht, also in dem Gesamtabschnitt ja noch nicht fertig, ja, in dem Gesamtteil. Hier eine Umkehrübung, schreibt G. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit. Schließen Sie Ihre Augen. Besinnen Sie sich ganz auf sich selbst. Atmen Sie in die 5. Kammer Ihres Herzens hinein. Fühlen Sie Ihren Herzschlag. Fühlen Sie Ihr ewiges Licht. Sagen Sie Ihrem Herzen Hallo. Privet. Fragen Sie sich, wie es Ihnen geht. Erlauben Sie, dass sich das Licht in Ihrem Herzen mit jedem Atemzug mehr und mehr ausbreitet. Fühlen Sie, wie das Licht in Ihnen größer und heller wird und wie alle negativen Ansammlungen in Ihrem Feld aufgelöst werden. Spüren Sie die Transformation durch das innere Feuer und die Ausdehnung des inneren Lichts über die Körper und Umrisse hinaus in der gesamten Aura. Fühlen Sie die Aureole aus Licht, die Sie umgibt und durchdringt, mit jedem Atemzug heller und strahlender werdend. Atmen Sie. Mit jedem Atemzug wird die reinigende Flamme heller und strahlender. Lenken Sie diese Flamme in die Bereiche Ihres Körpers, in denen Sie negative oder niedrig schwingende Ansammlungen finden. Ja, dann werde ich das mal hier gleich in meine Augen lenken. Ja, da brauche ich das im Moment am meisten. Ja, wie sieht es denn in euch aus? Wo sind denn Körperstellen in euch, wo ihr jetzt dieses Licht der ewigen Segnung hinsendet? Ja, fragt euch das in euch hinein. Fühlt es, ja, mit jedem Atemzug, ja, heller, strahlender. Und schöner. Ja, einfach schöner. So, weiter geht's. Wenn Sie sich leicht bewegen möchten, erlauben Sie minimale Körperbewegungen. Fühlen Sie, wie eingeschlossene oder blockierte Energie frei wird. Atmen Sie das Licht. Wenn Sie sich gereinigt und ganz im Licht fühlen, können Sie weitergehen. Fühlen Sie, wie das Licht von innen durch Ihren Körper nach außen strahlt, stärker und stärker. Nun verbinden Sie sich mit der 5. Kammer eines Menschen, der Ihnen spontan in den Sinn kommt. Tja, wer kommt mir da wohl spontan in den Sinn? Das ist hier keine Rätselratenstunde, ja, ihr solltet es eigentlich wissen, wer mir da spontan jetzt einfällt. Natürlich mein Hermesschatz, mit dem ich mich jetzt mal hier verbinde. Fühlen Sie, gut, dann nehmen wir den Satz vorne nochmal weg. Ja, gut. Nun verbinden Sie sich mit der 5. Kammer eines Menschen, der Ihnen spontan in den Sinn kommt. Fühlen Sie sein ewiges Licht, seine 5. Herzkammer. Wie nehmen Sie sein Licht wahr?
Nun sprechen sie laut oder leise. Ich segne alles, was du tust. Ich segne das Göttliche in dir. Warten Sie einen Moment. Was geschieht? Also mich erfüllt es mit absoluter Freude und bedingungsloser Liebe für ihn. Habt ihr euch auch einen Menschen spontan ausgesucht, mit dem ihr euch gerade verbunden habt? Was fühlt ihr jetzt gerade in dem Moment? Spüren Sie, dass Ihr Segen ankommt? Ja, definitiv. Wenn man aus dem tiefen Herzen heraus, aus der Seele, aus uns selbst heraus jemanden Segen schickt, dann weiß man, dass dieser Segen angekommen ist. In Klammern hat Jean hier noch geschrieben, vielleicht wird das Licht größer und heller oder beginnt in einer bestimmten Farbe zu leuchten. Ja, bei uns beiden, bei Hermes und mir, ist es wohl ein helles Blau. Ein helles, erstrahlendes Morgenblau. So kann man es sehen. Geht so ein bisschen in die türkisfarbene Richtung. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den Segen richten, können wir mehr und mehr den Segen in einer Situation erfahren. Spätestens jetzt, wenn Sie diese Worte gelesen haben, können Sie jederzeit den Segen wählen. Natürlich. Ja. Wie soll es anders sein? Wenn Sie einen Wunsch haben, so nehmen Sie sich Zeit für diesen Wunsch. So. Stellen Sie ihn sich so vor, als ob er bereits Wirklichkeit wäre. Ja, das mache ich hier die ganze Zeit schon. Ja, ich hantiere und mache und tue, als wäre Hermes schon da. Im Endeffekt ist die ganze Wohnung sowieso schon immer auf zwei Menschen ausgelegt. Ja, weil ich ihn nach Hause holen werde, wenn es dann soweit ist. Ja, er wird dann hier bei mir sein und nicht mehr da, keine Ahnung, in irgendeinem Zimmer da leben, sondern mit mir hier. Ich hole ihn heim. Fühlen Sie, riechen Sie, schmecken Sie, hören Sie. Öffnen Sie all Ihre inneren Sinne für den Wunsch. Gehen Sie so intensiv in das Gefühl hinein, wie es Ihnen möglich ist. Hüllen Sie diesen Wunsch in eine goldene Segenskugel. Nehmen Sie wahr, wie er zum Himmel steigt und Energie aus dem Kosmos anzieht. Jean schreibt hier, hüllen Sie diesen Wunsch in eine goldene Segenskugel. Beim kreativen Quantenbewusstsein, was benutzt man dort häufig, wenn ich jetzt gerade Roland Rettger anspreche? Naja, Blasen, Kugeln, ja. Runde Sphären. Membrane, meine Lieben. Ja. Und Jean schreibt das hier genauso. Ja. Sie schreibt dann zwar, nehmen Sie wahr, wie er zum Himmel steigt und Energie aus dem Kosmos anzieht. Ja. Da sage ich euch wieder, es ist der Himmel und der Kosmos, ja, das unendliche Bewusstsein des kreativen Quantenbewusstseins gemeint. Ja. Und nicht dieses angebliche Universum, ja, was nicht existiert. Also in den inneren Raum gehen, ja, und diesen Wunsch in eine goldene Segenskugel legen, ja, und ihn dann tief in seinen Herzraum hineinatmen, ja, und beim Ausatmen sich diese Kugel vorstellen, wie sie sich immer weiter und weiter ausdehnt, ja, über die komplette flache Erde von mir aus. Ja, so groß kann diese Kugel, diese Bewusstseinseinheit werden. In dem sicheren Wissen natürlich, ja, in dem sicheren Wissen, dass dieser Wunsch sich manifestiert. Ja, das ist ganz klar. Ja.
So, jetzt schreibt Jean, wir sind hier, um das Leben zu segnen und den Segen des Lebens zu erfahren. Bevor Sie etwas sagen, fragen Sie sich selbst. Ist es wichtig oder notwendig? Ist es wahr? Wird es jemanden verletzen? Bringt es Segen? Ist es besser als die Stille? Ja. Damit ist gemeint, wenn ich mir neue Bewusstseinseinheiten schaffe, ja, kreatives Quantenbewusstsein, sollte ich mir natürlich diese Fragen stellen. Ja? Ist es wichtig oder notwendig? Ist es wahr? Wird es jemanden verletzen? Bringt es Segen? Ist es besser als die Stille? Ja, Hausaufgaben, meine Lieben, Hausaufgaben. Ja? Könnt ihr euch mal so Gedanken drüber machen. Ja? Ist eine Hausaufgabe. Das ist auch sehr schön. Ja, auf der nächsten Seite, vorhin habe ich gedacht, ich kriege hier einen Zungenbrecher rein. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Schon wenn man das sagt, ja, muss man lachen. Ho'oponopono. Harmonie erschaffen. Ja. Ho'oponopono. Harmonie erschaffen. Wenn wir uns selbst vergeben für alle Erfahrungen und Resonanzen, die wir in uns tragen, kann das wahre, segnende Licht unseres Herzens in voller Kraft erstrahlen. So, jetzt wird Ho'oponopono erklärt. Ho-O. Machen, begründen, tun. Pono ist gleich flexibel, richtig, stimmig. Ponopono, etwas in Ordnung bringen, sich um etwas kümmern. Ho'oponopono, etwas richtig stellen, einen Irrtum auflösen, liebend korrigieren, in den Segen bringen, in die göttliche Ordnung zurückführen, übernatürliche Kräfte einbeziehen und zum Wohle aller wirken lassen. Ja, gut. Die Urquelle. Ja? So. Das ist für mich die übernatürlichste Kraft, die es gibt. Kurz gesagt, Ho'oponopono, dieses Wort ist so geil. Kurz gesagt, Ho'oponopono bedeutet die Harmonie wiederherstellen und Segen zu erfahren. Ho'oponopono ist ein Weg des Bewusstseins. Wir fühlen die Resonanz zu einem Thema in uns, nehmen diese in unsere fünfte Herzkammer, in das ewige Liebeslicht in uns auf und geben es in die Liebe zurück. Dadurch löschen wir alte Resonanzfelder in uns und öffnen uns für neue Erfahrungen der Liebe. In Hawaii sagt man, Böses ist meist nicht geehrtes Gutes. Ho'oponopono kann in Hawaii so weit gehen, dass wir uns für unsere schlechten Gedanken über einen Menschen bei diesem entschuldigen. Wir löschen unsere Resonanzen, überholten Überzeugungen und Glaubensvorstellungen über uns, unsere Mitmenschen und die Welt und werden immer mehr das reine Licht, das in allem strahlt, das unverfälscht die wahre Liebe ausstrahlen kann und in dem sich auch das reine Licht anderer Seelen spiegeln kann. Licht entzündet Licht. Bei einem Ho'oponopono ist es wichtig, sich klar zu machen. Alles, was in meiner Welt ist, hat mit mir zu tun. Sonst wäre es nicht in meiner Welt. Ja. Alles, was in meiner Welt ist, hat mit mir zu tun. Sonst wäre es nicht in meiner Welt. So. Ich habe das jetzt nochmal gesagt, weil mir da gerade wieder was in den Sinn kommt. Ja, liebe Grüße an Manuel. Ganz kurz noch mal ein paar Worte zu meinen Übermietern. Ja, ich habe es schon seit längeren Momenten in meinem Sein, in meinem Geist vorhanden. Ja. Bin da aber immer noch so hin und her geschwankt, ja, was das denn eigentlich alles mit den beiden da oben auf sich hat. Ja.
Und wie ihr ja wisst, bin ich durch die Technodrogen gegangen, ja, bin auf Partys gegangen, habe laut Musik gehört, habe Exzesse gefeiert und so weiter. Ja, was ich jetzt nun im vierten Jahr wieder in Anführungsstrichen, ja, weil das alles nicht da ist, es existiert nicht. Es gibt nur die Gegenwart, den jetzigen Moment, hier und jetzt. Und da war ich natürlich an den Wochenenden immer sehr laut. Ja, hab da rumgefeiert, hab auch private Partys bei mir in meiner damaligen Wohnung gemacht, ja. Und genau dieses Karma tun die beiden da oben jetzt wohl für mich abbauen, im Endeffekt. Auflösen, wie auch immer, ja. Spiegeln mir das wieder, ja. Also ich hab ja damit auch ein wenig dann Unfrieden gestiftet, ja, indem ich laut war, indem ich diese Exzesse feierte mit diversen Techno-Kollegen und so weiter, ja, in den damaligen Momenträumen, ja, was natürlich ganz klar auf mich wieder zurückprallt, ja, und ich mir in den letzten Momenträumen immer mehr und mehr darüber bewusst wurde, dass sie deswegen da oben sind, ja, weil sie sind ja, wie es hier auch Gene geschrieben hat, ja, alles was in meiner Welt ist, hat mit mir zu tun, sonst wäre es nicht in meiner Welt. Ist eine absolute Wahrheit, ja. Und ich werde das natürlich hier durchstehen, das ist ganz, ganz klar, bis dieses Karma, ja, was ich ja selbst erschaffen habe, abgebaut ist, ja. Ich gehe nun so vor, dass ich in wirklich tiefen Segen zu den beiden bin, ja, aus meinem Herzen heraus, ihnen wirklich jeden Tag alles Gute wünsche. Und ich merke schon, wie mich dieses Gepoltere und Gestampfe, was sie ja so an den Tag legen, schon gar nicht mehr so stört, ja, wie es mich auch nicht mehr so einnimmt. Und komischerweise, seitdem ich das wirklich, wirklich wahr aus mir heraus tue, ich glaube seit den letzten 3 oder 4 Momenträumen, ist es da oben ruhiger geworden. Ja, also ich werde das mal hier weiter in der Beobachtung halten, ja, und euch dann immer mal wieder davon berichten, wie es denn hier so aussieht. Ja, gut. Damit ihr das mal versteht, ja, warum das hier steht und warum das auch wirklich eine Wahrheit ist. Ja, so, am Beispiel von mir selbst, meine Lieben. Ja. So. Und der Manuel hat mich da nochmal mit dem Fingerzeig drauf hingewiesen, ja, ganz lieb und freundlich und wirklich ganz herzlich und aus seiner Seele zu meiner Seele gesprochen. Und ich wusste es schon, ja, aber er hat mir das einfach nochmal aufgezeigt. Hier, Heiko, guck doch da mal hin. Das muss ja dann irgendwie mit deiner Techno-Vergangenheit, tralala, mit deinen Drogenexzessen ja was zu tun haben. Und Wahrheit hat er gesprochen damit, ja, ganz klar. So, weiter hier bei Gene im Text. Dazu stelle ich mir die folgenden Fragen. Wenn ich Schöpfer meines Lebens bin, warum habe ich mir dies erschaffen? Woran erinnert mich das? Wo ist die Resonanz in mir? Ja, natürlich fragt man sich das ja dann natürlich auch. Ja. Und wenn man in sich selbst ist, die Seele sozusagen lebt, ja, in dieser menschlichen Ausdrucksform, dann kommt man ziemlich schnell auf den Nenner. Ja, ist einfach so. Anschließend führe ich die folgenden Schritte durch. Ich erkenne an, dass das, was ich erlebe, mit mir zu tun hat. Sonst wäre es nicht in meinem Leben. Ja, ich erkenne es auch an. Absolut. Ja, gerade was die beiden betrifft. Ich habe es ja immer abgelehnt die ganze Zeit. Ja. Und seitdem ich es wirklich annehme aus mir selbst heraus, in meinem Herzen, ja, ist da schon Besserung zu spüren, ja, zu fühlen auch. Und auch zu hören und zu sehen. Das ist wirklich wahr. Ich mache mir bewusst, mein Gegenüber ist ein anderer Teil vom großen Ganzen. Er und ich sind eins. Wahrheit. Ich finde und fühle den Teil in mir, der veranlasst hat, dass ich das erlebe, was ich erlebe. Ich spreche zu diesem Teil in mir und sage ihm, es tut mir leid, in Klammern Mitgefühl. Bitte verzeih mir, in Klammern loslassen können.
ich liebe dich. In Klammern, Liebe ist Wahrheit. Danke. In Klammern, Dankbarkeit. Es geht auch, ich verstehe dich. Ich liebe dich. Ich ehre dich. Danke. Ich gebe die Resonanz, die ich in mir gefunden habe, in die Liebe, in die Schöpfung, in das ewige Licht zurück. Indem ich diesen Teil annehme, kann es sich wandeln. Ich bin bereit, ein Wunder zu bezeugen. Und so wie ich es hier euch gerade vorlese aus Jean Rulands Buch, ja, wieder mal sehr, sehr schön geschrieben von Jean, vollkommene Wahrheit, erlebe ich es gerade. Ja, ich erlebe es und Jean schreibt es. Durch bestimmte Resonanzen erschaffen wir bestimmte Ereignisse in unserem Leben. Daher haben wir die Gabe, alles, was wir erschaffen haben, wieder aufzulösen, zurückzugeben in das ewige Feld und neue Erfahrungen zu machen. Wenn wir die volle Verantwortung für unser Leben übernehmen, so erschaffen wir Freiheit, Liebe und Segen in unserem Leben. Ja, die volle Verantwortung übernehmen. Die Selbstverantwortung, meine Lieben. Ja. Ja. Gut. An dieser Stelle soll hier heute mit Jean Ruland erstmal wieder ein Zwischenstopp eingelegt sein. Ja. Beim nächsten Mal, im nächsten Beitrag, machen wir dann weiter mit weitere Segenswege. Ja, geht es dann weiter. Ja, wirklich wunderschön, ja. Wie das wieder hier alles zusammenpasst, dass ich auch genau jetzt hier gerade an dieser Stelle bin, in diesem Buch, aber auch genauso an der Stelle, was das hier, was mein Umfeld, was die Welt um mich herum betrifft, ja. Das ist der Oberhammer. Das ist echt der Oberhammer. Mega geil. Ja. Da weiß man dann Bescheid. Gucken hier. Ja, dieses Russisch, meine Lieben, ja. Es ist schon sehr, sehr lustig mit dem Russisch. Ah, da. Gut, meine Lieben. Ich werde hier weiter Russisch büffeln. Aus mir selbst heraus, ja. Meinem Hermes wieder ein Stück entgegengehen. Ja. Meinem Hühnen, ja. Meinem wunderschönen Hühnen. Ja. Dann sind wir für den heutigen Beitrag wieder einmal am Ende angelangt, ja. Wieder in Anführungsstrichen zu sehen, ihr wisst ja, ja. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder, ja, ist ja schon von vornherein klar, ja. Ich wünsche euch allen, wo auch immer ihr seid, ja, bedingungslose Liebe, ja, ewiges, allumfassendes Licht, ja, glückseligvollen Segen, ja, Aloha, Namaste, meine Lieben, ja, und Dos Vidanya, ja, bis zum nächsten Mal, Dos Vidanya, ja, auf Wiedersehen. Russisch, meine Lieben, das wie dann ja. Das wie dann ja. Ja, klingt auch geil, das wie dann ja. Macht es gut, gehabt euch wohl und ja, bis zum nächsten Momentraum. Ja. Haltet die Ohren steif, bis dann und tschüss, meine Lieben.